Wir haben uns in den letzten ca. 20 Jahren entwickelt zu einem Spezialisten für Prototypen und Kleinserien in der Automobilindustrie, sind aber auch unterwegs in allen anderen Branchen, in denen Aluminium- und Magnesiumguss eingesetzt wird. Was uns auszeichnet, ist, dass wir die komplette Prozesskette im Hause haben und somit sind wir sehr flexibel, können uns sehr schnell auf die Kundenwünsche einstellen und bieten eine Komplettlösung aus einer Hand. Mein Name ist Jürgen Dreyer, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Metallgießerei Wilhelm Funke in Eifelt-Leine. Das Haus Funke ist entstanden in den 50er Jahren durch die Gründung des Modell- und Formbaus und entwickelte sich zu einer Kundengießerei, also für den Modell- und Formbau. Natürlich ist ein Kriterium, was wir erfüllen müssen, die Maßhaltigkeit der Bauteile sicherzustellen. Das ist als Gießer eine der wesentlichen Aufgaben mit. Der Kunde möchte natürlich ein Bauteil an die Hand kriegen, was passt. Was für uns letztendlich bedeutet, dass wir unseren kompletten Prozess von der Konstruktion bis hin zur mechanischen Bearbeitung darauf abstellen müssen und letztendlich natürlich auch überwachen und überprüfen müssen. Das hat man früher konventionell gemacht. Heute nutzen wir natürlich die elektronischen Möglichkeiten, die sich ergeben. Ja, die Messtechnik in der Metallgießerei Funke spielt eine große Rolle. Durch immer steigende Qualitätsanforderungen durch unsere Kunden sind wir gezwungen, weiter in die Messtechnik hineinzusteigen und diesen Part weiter auszubauen, um Nachweise liefern zu können für unsere Kunden, dass wir auch wirklich die geforderte Qualität liefern können. Seit 2012 hatten wir ein manuelles System im Haus. Und jetzt der Unterschied zu dem neuen System ist, dass wir Programme einspeichern können und die Maschine vollautomatisch wiederholgenau die Programme abfährt, die wir vorher programmiert haben und somit eine Wiederholgenauigkeit der Messung gewährleisten können. Gerade bei kleinen Serien bis mittleren Serien können wir somit gesamte Serienumfänge einscannen und dem Kunden entsprechend den Nachweis liefern der Genauigkeit unserer Bauteile. Das Besondere der Artos Scanbox ist, dass wir den menschlichen Faktor herausnehmen konnten aus Wiederholungsmessung, dass wir den Durchsatz erhöhen konnten und das mit einer sehr präzisen und genauen Messung, was uns sehr wichtig war. Das Gießen an sich in seiner zunehmend komplexen Form ist schon was, was mich über Jahre begeistert und wo ich auch erkenne, dass da noch Aufgaben auf uns warten, die interessant und spannend sind, zum Beispiel den Weg in sehr komplexe, sehr anspruchsvolle Bauteile im Bereich der Luftfahrt, wo so Technologien wie zum Beispiel ein optisches Vermessen uns auch ganz andere Möglichkeiten noch eröffnen, die wir für die Zukunft des Hauses auch nutzen wollen.